ICE 3465. Es ist 22:40 Uhr mittlerweile und wir sind endlich im dritten Teil angekommen auf unserer langen Reise mit unserem ICE 3465 von Lübeck nach Dresden Hauptbahnhof. Stehen hier endlich in Riesa und fahren werden wir immer noch mit der Baureihe 403 von der Deutschen Bahn. 440,6 Tonnen, immer noch 8 Wagen im Zugverband logischerweise und immer noch 199,4 Meter lang. Auf der Strecke Riesa-Dresden. In der letzten Folge sind wir ja in Leipzig stehen geblieben, Leipzig tief und unser Zug wurde von einem anderen Lokführer anscheinend hier bis nach Riesa gebracht. Aufgrund von fehlenden Streckenverbindungen kann man das natürlich nicht komplett in eins durchspielen und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir natürlich erstmal wieder aufrüsten werden. So, öffne die Türen. Was wir eigentlich nicht hätten machen müssen, machen wir auch trotzdem. Mache natürlich noch die AFB ein. So, die schalten wir natürlich auf 40. So, mache natürlich noch die Flugsicherungssysteme ein. So, das hätten wir auch soweit erledigt. Ja, da sind wir eigentlich abfahrbereit, würde ich sagen. Können die Türen wieder schließen. Schließvorgang eingeleitet. Und dann können wir losfahren. Also wie gesagt, wir hätten die Türen eigentlich nicht essen, sag ich schon, öffnen müssen. Haben wir jetzt trotzdem gemacht, weil, ja, finde ich einfach besser. So, ich würde sagen, dann haben wir Ausfahrt. 43 Kilometer Richtung Dresden. Lösen die Bremse. Während da noch ein Güterzugausfahrt hat. Und TÜV würde ich sagen, los geht's. Können uns befreien. Können es natürlich auch beschleunigen. Verdrücken. Und dann würde ich sagen, sehen wir überhaupt nichts mehr. So. Mein Gott, ist das dunkel. Ja, ich habe ja anfangs oder im ersten Teil gesagt, mal schauen, wie spät das wird, bis wir in Dresden sind. Ihr seht's, es wird verdammt spät. Wir haben jetzt schon 10:45 Uhr. Und ich bin gespannt, wie sich dieser Teil gestalten wird. Wir hatten ja im zweiten Teil auch so unsere Probleme mit roten Signalen. Ja, bin ich echt mal gespannt, wie sich dieses Szenario jetzt gestaltet. Entschuldigt bitte meine etwas angeschlagene Stimme. Ich war gestern auf Konzert und ja, es ist laut geworden. Nur mal so viel dazu. Deswegen habe ich heute auch frei und kann euch deswegen hier diesen dritten Teil präsentieren des Langszenarios ICE 3465 von Lübeck Hauptbahnhof über Hamburg Hauptbahnhof über Leipzig tief über Riesa schließlich Dresden Hauptbahnhof. Wir können aufschalten. Kilometer bis Dresden. Wahnsinn, wie dunkel das ist.
Vielleicht wird es ja gleich nochmal ein bisschen heller. Also in Form von Lichtquellen. Wie ist das eigentlich, wenn ich das ausmache? Ist dann besser? Ja, eigentlich nicht, oder? Anders. So, im Moment bleibt es ein bisschen bei 120. Ich hoffe, das wird noch mehr an Geschwindigkeit. Also Dresden-Neustadt werden wir nicht anfahren. Sondern fahren nonstop nach Dresden Hauptbahnhof. So, jetzt wird es einen kleinen Moment ein bisschen heller. Sie fahren. Zu spät. Egal. Warten wir auf die nächste Lichtquelle. Da wird es ja wohl noch einige von geben. So, wettermäßig scheint es immer noch komfortabel zu sein und bin gespannt, wie sich das bis zum Ende darstellt. So, gleich dürfen wir immerhin schon mal 130. Da kommt eine neue Lichtquelle. Das hätten wir. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt? Hamsterbacke. Also das Konzert war gestern richtig, richtig schön. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt, dorthin zu fahren. Und ja, es hat ein bisschen an der Stimme gezerrt, aber es ist mir vollkommen egal. Endlich mal wieder ein Konzert, endlich mal wieder Live-Musik. Es hat sich definitiv gelohnt, vor allem wenn man da 3 Jahre drauf warten muss. Wegen Corona hat das ja nie stattgefunden. Gestern hat es stattgefunden und es hat sich definitiv gelohnt. Auch die Fahrt dahin. Es ist spät geworden gestern, aber ja, wenn man dann den nächsten Tag frei hat, ist das alles noch zu händeln, würde ich mal sagen. So, ist der Vergleich 130. Wunderbar. Ah, und dann 160. Sehr schön. Dann geht's ja endlich voran hier. Ich bin echt gespannt, ob sich dieses Szenario jetzt ruhiger gestaltet oder ob wir da auch wieder so den roten Signalen zu kämpfen haben, kurz vor Dresden. Wir werden es abwarten. Was anderes können wir ja nicht machen. Im Moment sieht es noch gut aus. Grüne Welle, würde ich sagen. Übrigens, um euch da nochmal dran zu erinnern,
Falls ihr noch Lust auf eine Kooperation mit meinem Kanal habt, schreibt mich gerne per Instagram an trainspotter-gamer40j, alles klein geschrieben. Oder halt unter dem Post, den ich in der Community gemacht habe. Oder unter diesem Video hier, schreibt gerne als Kommentar, wenn ihr da Lust drauf habt, Interesse habt. Schreibt mich gerne an, macht euch bemerkbar und quatschen wir darüber, wie wir das gestalten. Und dann, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch einfach. So, es sind noch circa jetzt 1 Monat und 3 Wochen, beziehungsweise 2 Wochen, also 6 Wochen circa, dann geht es schon dahin, wo wir als nächstes spotten werden. Unsere nächste Spotting-Tour. Ich wäre schon fast so weit gewesen, wenn ich es verraten hätte, aber nein, noch nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall noch frühzeitig erfahren und dann, ja. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Endlich wieder Spotter-Tour, endlich wieder raus, live. Material sammeln, filmen. Ja, ich kann es kaum noch erwarten, so lange ist es nicht mehr. 24.06.2023 geht es endlich wieder los. 2-tägige Spotter-Tour. Ja. Ihr werdet es auf jeden Fall dann erleben, wenn es soweit ist. Das dürfen wir auch mal ein bisschen schneller fahren hier. SC verdrücken. Und falls ihr meint, ich habe irgendwie zu wenig Licht, ich habe Fernlichter, mehr geht nicht. Ihr seht es selber. Ja, ich habe bis zum Ende mehr, kann ich nicht tun. Weiß nicht, ob man hier noch irgendwie Lichter einstellen kann, aber ich glaube es nicht. Das ist Kupplung, Türsteuerung, Scheibenwischer, Scheibenwischer. Und hier war, glaube ich, auch nichts mit Licht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Daher glaube ich nicht, dass hier noch groß irgendwie was kommt. Licht. Nun ja, sei es drum. Dann müssen wir halt damit auskommen, was uns zur Verfügung steht. Geht ja nicht anders. So, gleich 120. Bewegen wir uns da mal schon so ein bisschen hin, würde ich sagen. So, das hätten wir auch geschafft. Und dann sind es noch 24 Kilometer bis zu unserem endgültigen Endhalt, Dresden Hauptbahnhof.
Also wer von Lübeck nach Dresden fahren will, hat eine ordentliche Reise vor sich. So viel steht fest. Ob der wirklich diese Halte bedient, die wie in diesem Szenario, ist natürlich auch noch wieder die andere Frage. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Ahnung habt. Wie gesagt, wir konnten natürlich nicht die ganze Strecke komplett fahren, ist logisch, weil natürlich die Streckenverbindungen fehlen. Insofern ist es kein Wunder, dass wir von Hamburg plötzlich sind wir nochmal wieder gewesen, in Dessau waren und von Leipzig dann praktisch schon hier in Riesa waren. Ist logisch. Schade eigentlich, wie gesagt, ich habe beim zweiten Teil schon gesagt, es wäre schön, wenn man die Strecke hätte komplett fahren können. Wirklich von Lübeck über jeden Halt komplett die Strecke durchfahren bis Dresden. Das wäre wirklich mal schön, wenn man das machen könnte. Aber noch ist es nicht so weit. Ob sich da noch was tut, bleibt abzuwarten, was DTG sich da einfallen lässt. Es wäre auf jeden Fall mit Sicherheit eine sehr schöne Sache, kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt sind wir bei 140. Und dann sind wir schon wieder 160. Sehr, sehr schön. Das war wohl ein IC, würde ich sagen. Sifa. Ich glaube, die Fahrgäste, die wirklich jetzt komplett die Strecke gefahren sind von Lübeck bis nach Dresden, die werden mit Sicherheit entsprechend kaputt sein. Weil ja, es ist doch schon eine ganze Zeit jetzt, ne? In einem Zug von 16 Uhr irgendwas sind wir, glaube ich, losgefahren in Lübeck. Wenn ich mich noch recht erinnere. Und jetzt haben wir mittlerweile gleich 23 Uhr. Also das ist schon eine ordentliche Zeit, die man da unterwegs ist. Bremsen hier.
Mittwoch rechtzeitig auf die 130 kommen. Ah, bis auf 1 km/h. Okay, jetzt haben wir es. Ah, gleich wieder 160. Ich höre was, ich sehe aber nichts. Ah, was bringt das jetzt? Das bringt jetzt gar nichts. Bleiben wir bei 130. Jetzt doch wieder 160 oder kann sich gerade nicht entscheiden, ne? Naja, gut, machen wir das erstmal. Können immer noch zurückgehen. So, 10 Kilometer noch. Die werden dann auch wohl durch Neustadt durchfahren. Oder außenrum, nee, durchfahren. Dann 2,5 Kilometer noch bis Dresden Hauptbahnhof. So, von Geschwindigkeitsbeschränkung noch nichts zu sehen. Aber ich denke, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Sage ich doch. Ich würde sagen, ab 2 Kilometer werden wir dann runtergehen auf 80. Spätestens, wenn nicht sogar jetzt schon. Das kommt manchmal schneller, als man denkt. Dann steht man nachher da, im wahrsten Sinne, wenn man nämlich die Zwangsel dann kassiert hat. Da kann man besser frühzeitig runtergehen, als zu spät. Jedenfalls meine Philosophie.
müsste jetzt auch schon bald Neustadt kommen. Durch 60. Kurz vom Ziel. Ein paar hundert Meter. So, das ist Neustadt, ganz klar an dem Schild da links zu erkennen. Dresden-Neustadt. Sag ja, das hat, kann nicht mal allzu lange dauern. So, es sind auch gut 2-3 Kilometer bis Dresdner Hauptbahnhof. Da wir ja keine feste Ankunftszeit haben, wäre es rund auf 60, sicher ist sicher. Zeitdruck haben wir keinen, also auch ein bisschen langsamer fahren hier. Für eine Lok, habt ihr die gesehen? War das eine amerikanische oder was war das? So, tieflichtig. Mr. Backe. So, dann haben wir es gleich geschafft.
Wunderschön. Wunderschön. Öffne die Türen. Dann schauen wir uns hier mal um in Dresden, unserem endgültigen Haltepunkt. So, was mit dir? Hast du Feierabend oder Pause oder? Na, viel zu tun scheint sie gerade nicht zu haben. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend oder eine schöne Pause oder eine schöne Schicht, wie auch immer. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall jetzt Feierabend, weil ich habe eine lange Reise hinter mir von Lübeck über Hamburg, Dessau, Leipzig, Riesa und jetzt schließlich Dresden. Und ja, ich gehe ins Hotel. Gute Nacht. So, das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. ICE 3465 von Lübeck Hauptbahnhof bis nach Dresden Hauptbahnhof. Wir hatten eine schöne lange Reise, haben wir hinter uns und ich würde sagen, es hat alles super geklappt, ohne nennenswerte Probleme. Wenn euch dieses Szenario komplett gefallen hat, ihr findet es auf jeden Fall im Creators Club Into the Night 123. Ja, Link packe ich nochmal unter der Videobeschreibung. Ihr könnt eure Kommentare ja in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir vor allem treu. Denkt an die Kooperation, wenn ihr da Bock habt. Ihr wisst Bescheid, wie ihr euch melden könnt. Bis im nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.